Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch eine noch leichtere und schnellere Variante vom Frozen Money Glitch zeigen. Mit dieser Methode braucht ihr auch keinen Regisseur-Modus mehr, das heißt, ihr benötigt auch keinen Vogel mehr. Ihr benötigt einfach nur ein bisschen Geld, um euch den Luxus zu kaufen. Das Geld bekommt ihr aber auf jeden Fall dann hinterher wieder. Ebenso benötigt ihr dann noch einen Zweitcharakter. Den Zweitcharakter, den müsst ihr dann einmal löschen. Deswegen darf auf diesem am besten Fall dann nichts drauf sein. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir auch schon direkt losstarten. Wir begeben uns in die Charakterauswahl. Dort in der Charakterauswahl erstellen wir uns dann einmal einen zweiten neuen Charakter. Und ganz wichtig, der Glitch funktioniert auch nur auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One. Nur auf den Old-Gen-Konsolen. Das Level könnt ihr ganz normal übertragen. Und ja, jetzt in Open Lobby angekommen, öffnen wir einmal das Handy. Dann gehen wir jetzt einfach auf Warstock und kaufen uns dann jetzt so viele Deluxes, wie ihr haben wollt. Wie gesagt, ihr benötigt auf jeden Fall das Geld, aber das Geld bekommt ihr hinterher wieder. Ihr könnt euch natürlich auch Scramjet und Oppressor MK2 und sowas kaufen. Und das Problem ist, wenn ihr den Scramjet kauft, müsst ihr euch natürlich dann auch noch den Bunker und die MOC kaufen. Deswegen, wenn ihr Geld machen wollt, kauft euch auf jeden Fall einfach nur Deluxes, so viele wieder haben wollt. Habt ihr euch dann den letzten Deluxo gekauft, bleibt einfach in dem Menü drin. Ihr dürft das Internet nicht verlassen, ansonsten bekommt ihr dann die gelbe Ladeschnecke und ihr bekommt dann das Geld hinterher nicht wieder. Wir öffnen dann einmal das PSN-Menü, gehen dann in die Einstellung, Netzwerk, trennen dort einmal das Internet. Anschließend die Verbindung wieder reinmachen und wir starten einmal GTA neu. Dann werden wir eine Fehlermeldung bekommen, in den Story-Modus geladen. Vom Story-Modus aus starten wir dann einfach irgendeine Sitzung. Und ja, jetzt in der Lobby angekommen, werdet ihr sehen, ich habe meine 15 Millionen vom Anfang wieder. Ich begebe mich jetzt einmal kurz in die Garage. Und dort in der Garage werdet ihr so sehen, dass ich jetzt hier die 3 Deluxes habe. Ja, um diese Deluxes jetzt abzuspeichern, begeben wir uns einfach hinten zum blauen Kreis. Switchen dort ein paar Mal die Autos und schon sind die Autos abgespeichert oder ihr könnt sie verkaufen. Wie gesagt, ihr müsst auf jeden Fall dann das tägliche Verkaufslimit beachten. Nicht mehr wie ein Auto pro Stunde, nicht mehr wie 8 Autos in 30 Stunden und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.